Hey ihr Lieben, weiter geht's mit der nächsten Folge. Ich habe immer noch meine Bauchbinde um, mein Schild und es hat sich einiges getan. Ich war offline sehr fleißig und wie ihr seht, stehe ich hier auf einer kleinen Glasplattform. Ja, und ich zeige euch jetzt warum, was ich hier gemacht habe, nämlich die Base ein bisschen ausgebaut. Wieder mal mein Mikrofon richten, jetzt stört. Und das hier ist klar Glas, da kann man richtig toll runterschauen. Ich zeige euch nur mal kurz, wie man das craftet, damit ihr das auch machen könnt. Also man braucht vier normale Glas, dann bekommt man das anschließende Glas und aus dem anschließenden Glas kann man sich dann klares Glas machen. Könnte man jetzt dann auch irgendwie mit Seife waschen oder so, mache ich nicht. So. Hier unten, ich spring mal runter. Ihr seht, meine Falltür ist verschwunden. Ich habe ein paar Wege gebaut. Meine Villager sind weg. Und ja, hier habe ich so eine kleine Struktur geschaffen für mich. Das Portal habe ich vergessen. Die Bäume. Die beiden Bäume, die ich gepflanzt habe, die gefundenen, der schaut aus wie eine Spitzhacke. Und der schaut aus wie ein Herz. Das ist mir erst dann aufgefallen, wo ich diese Rinden hier gesehen habe. Da seht ihr unten. Das nennt sich Bergbau, wartet mal, Bergwerkskern, das schaut aus wie eine Spitzhacke und das nennt sich hier Herz der Verwendung. Und wenn er mal genau hinschaut, ist das eine Herzform. Ich könnte jetzt mal hochfliegen oder soll eine Herzform darstellen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind das recht komische Bäume, die machen mich auch sehr nervös und jetzt fällt auch was runter, wo ich bis jetzt nicht weiß, was es ist. Gut. Meine Kristalle hier, die habe ich von hier weggebaut, die stehen da drüben und wachsen vor sich hin. Gut, dann gehen wir mal runter. Das ist ganz toll mit diesen Aufzügen. Ich habe meinen Aufzug gebaut. Auch der ist ziemlich einfach. Die kennt ihr nur mit Sicherheit. Firma Wolle, eine Enderperle und dann halt gefärbt, je nachdem. Und das bei mir ist es so, ich habe den, wenn man jetzt einen Aufzug baut, kann man irgendeinen Stein drauflegen. Und dann seht ihr so, ich könnte jetzt hier Remove Camouflage machen. Und dann ist es weg. So, jetzt brauche ich bloß wieder einen Block, damit ich das wieder hier verschließen kann, indem wir einfach nur, zack, Block draufsetzen. Das war's schon. Und jetzt kann ich runter. Hier unten habe ich nichts weiter gemacht. Ich war farmen, habe jede Menge von diesen Steinen hier gefarmt, weil ich gedacht habe, wie mache ich denn meinen Boden? Und ich bin dann zu dem Ergebnis gekommen, ich mache den mit weißem Beton hier. Seht ihr ja. Das ist jetzt alles nur noch so, ja, das war am Anfang, die Grundstruktur gefällt mir nicht. Ich möchte es auch gerne hell haben, deswegen bin ich jetzt mal so vorgegangen. Meine Charging-Station habe ich hier reingesetzt, mein Antrieb, ja, 34 Millionen. Und den Villager, warte mal, welchen habe ich gedrückt? Ich habe irgendeinen Villager noch gedrückt. Ich glaube, die da oben waren das, genau, damit ich Papier später mal billig verkaufen kann. Und hier oben sind auch welche. Da brauche ich für Plünderung, aber ich möchte eigentlich da unten schauen, was geht, bieten die mir noch für Bücher an. Und deswegen werden, achso, der ist gerade wahrscheinlich in der Bearbeitung, jawohl, der ist fertig. Also legen wir den mal rein, was hat er jetzt hier? Jetzt brauche ich nur noch 7 Papier für einen Smaragd. Und der hat Glück 3 und den dynamischen Hammer. Denn früher 63 Smaragde, jetzt keine Ahnung, was er braucht. Ist durchgestrichen, jetzt brauche ich wahrscheinlich nur ein Buch. Oder ein Smaragd und ein Buch. Ein Smaragd, ein Buch. Und dann bekomme ich einen dynamischen Hammer. Der ist wahrscheinlich dann für meinen Hammer, den ich habe. So. Hier unten drunter sind die ganzen Materialien. Wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche jetzt wieder ein paar Smaragde, weil meine Smaragde aus sind, dann mache ich zweimal so. Bekomme ich 28 Smaragde und Feuerstein. Bekomme ich relativ schnell, indem ich Kies abbaue mit meiner Diamragd-Spaxfel. So, hier unten habe ich dann Bücher und ja, der Braustand ist, der hier ist für Trank der Schwäche und wie ihr seht, habe ich auch schon hier 3 so Nachtsichttränke gemacht, ihr wisst warum. Spülbecken ist hier und da sind leere Flaschen. Ich werde noch hier, wahrscheinlich hier in der Nähe, noch diesen, halt meine Karte ist weg, sehe ich gerade. Die beiden Züchter und Farmer hinbauen. Das mache ich heute auf jeden Fall. Genauso wie ich diesen Charm of Nachtsicht mache und diesen Jumbo Furnace. Den habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon mal erklärt. Da hatte ich ein Video gesehen.
Da kann man ja mehrere Sachen damit bringen. Kurz erst einmal, wie man diesen Trank der Nacht, beziehungsweise diesen Charm baut. Ich brauche einen seltsamen Trank. Dazu war ich Nether. Ihr wart ja dabei im Nether. Da muss ich nochmal geschwind hoch. Hier habe ich mir dann so mit dem Botanipots die Netherwarzen hier. Die lasse ich mir da reinpflanzen, bis 512 voll sind. Das reicht dann erst einmal. Und jetzt kann ich dann, und die Rucksäcke habe ich auch noch nicht ausgeleert, bevor ich weitermache. Ich wollte euch nur mal da die grobe Übersicht zeigen, was habe ich denn gefarmt. Und vor allem das Crate-Zeug, das werde ich mir auch zunutze machen. Ich habe nämlich hier zum Beispiel Wasserrad, da kann ich Energie erzeugen. Ich habe ein Getriebe und ich habe eine Seilrolle. Das heißt, wenn ich jetzt mir noch Schläuche baue, dann kann ich hier mir Wasserpumpen, Lava pumpen. Beim Looten habe ich noch so einen komischen Helm gefunden, den Vergessenshut auf das Spellcaster. Aber dann will ich gesagt, ehrlich gesagt nicht anziehen, weil ich ja meinen Villager-Hut habe. Der ist natürlich super gut. Nochmal Glück 1, nochmal plus Rüstung, nochmal Reichweite und so weiter. Nettes Teil, lege ich aber alles rein. Rein. So, die Trichter lasse ich da, die brauche ich noch. Und hier haben wir noch, also Lohnruten brauche ich. Ja, bisschen Quarz und vor den Crimson Iron. Das werde ich dann später mal einreichen. Und da ist leer und da habe ich noch was drin. Das muss schnell raus. Jetzt habe ich so einen zweiten Trank des Gegenmittels bekommen. Den habe ich ja schon ausgerüstet. Deswegen ist es für mich auch erst einmal was, wo ich sage, weg damit. Den Hut lege ich da mit rein. Und so. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall erstmal diesen Charm bauen. Wie gesagt, also ihr müsst das hier brauen, diesen seltsamen Trank. Dann müsst ihr den 3-Minuten-Trank bauen mit einer goldenen Karotte. Ist ja auch kein Akt mehr. Dann Redstone rein, dann habe ich den 8 Minuten. Und jetzt kann ich mir eben mit 6 Lohenstaub diesen Charm auf Nachtsicht bauen. Und ihr wisst ja, warum ich den bauen will. Denn wir wollen ja ins Deep Dark. So, und dann kann ich hier jetzt diesen Charm hier bauen. Der hat Haltbarkeit 192. Ich denke, der wird ähnlich funktionieren wie der Rückkehrkristall hier. Deswegen lege ich mir den mal da rein. Ich baue jetzt auch vorerst immer nur einen und kann das hier oben letztendlich wieder abhaken. Weg, 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 weg. So, als nächstes möchte ich heute diesen. Warte mal, bevor ich hierher komme, warum will ich das bauen? Lass mich kurz überlegen. Genau, weil ich. Warum will ich das bauen? Sekunde, Sekunde, Sekunde. So, weil man hier die Dinger herstellen kann, genau, und die brauche ich wieder für entweder Solar oder da war noch was. Da war noch was, da war noch was. Ach ja, genau, fürs Windrad, weil ich ein zweites Windrad brauche, beziehungsweise eine Energiequelle. Deswegen brauche ich diese infundierten Legierungen und da baue ich mir jetzt diesen, ja, einfacher mal. Gut, ich würde sagen, als allererstes bauen wir uns, ich mache das mal hier in dem Inventar, Ofen. Ich brauche 29 Öfen insgesamt. So, dann mache ich mal 8, 16, 24, 32. Dann würde ich mir den Jumbo-Ofen bauen. Den mache ich gleich mit. Und den stelle ich dann mal auf und schaue, wie er funktioniert. Einfach. Ach so, den muss ich hier brennen. Werde gerade zugetextet mit Spam-Nachrichten. Und dann baue ich das Teil noch. Das müsste jetzt auch alles vorhanden sein. So. Ich gehe jetzt davon aus, das Teil hier. Ich stelle mal dahin, braucht Strom. Genau. Und dann gehört was wo rein? Der braucht FE-Strom. Ich habe jetzt nur ein Windrad. Wenn ich jetzt das Windrad nehme, kann ich mein Inventar nicht mehr nutzen. Ich habe aber doch hier von Pova diese Energiezelle da. Lass mich, oder Magmador. Ich lass mich mal kurz überlegen. Der macht ja Energie, der macht FE-Energie. Dann würde ich nochmal runtergehen. Schnell mal. Oh, wo ist meine Eimer? Ach so, die habe ich unten. Dann schnappe ich mir mal
1, 2, 3, 4, 5 Eimer. 6, 7, 8, 9, 10 Eimer. Komm, ist egal. Und stell den mal daneben. Beziehungsweise, wo ist denn der Stromanschluss hier? Wahrscheinlich dann von hinten oder von unten. Ich würde ihn jetzt mal direkt da anschließen. Einen Eimer Wasser rein. So. Und jetzt muss ich mal schauen, wie kann ich denn die Energie hier übertragen. Ausrichtung alle aus. So, ich möchte jetzt in welche Richtung haben wir? West. Norden muss ich gehen, Richtung Norden. So, ausgeben. Das heißt, der hat Energie, aber der gibt die nicht aus. So, dann baue ich dich nochmal ab. Und setz dich daher oder andersrum. So rum. Und hier würde ich mal ein Stromkabel anschließen. 4 FE. Entweder es fliegt alles in die Luft oder es geht. So, schaut gut aus. Und mit der Wrench hoffe ich jetzt mal, dass er mir die Energie hier darüber leitet. Überträgt. 256 pro Tick. Gut, hier habe ich jetzt Energie. So wie es ausschaut, funktioniert das mit dem Lava-Gedöns. Ich würde jetzt da mal noch einmal reinfüllen und noch einen und noch einen. Und wie viel geht noch rein? Nichts mehr. Lava 3 Buckets. Okay, mehr geht nicht. Das heißt, der produziert Strom, der liefert mir hier Strom. Und ich muss jetzt, glaube ich, wenn ich jetzt das im Kopf habe, ein bisschen Eisen einfügen und Redstone. Und dann sollte ich diese komischen Legierungen bekommen. Das ist rot, deswegen gehe ich davon aus, hier kommt... Okay, hier kommt Redstone rein. Ach, was macht denn der? Der füllt es ab. Oh, Moment. Alles klar, der verbrennt jetzt die Energie, die 8 macht. Er macht jetzt die. Wunderbar. Dann würde ich sagen, ich mache mal da 16 Stück. Also noch 15. Und die Energie reicht zwar hier nicht aus. Und was passiert mit dem? Ach, der verbraucht pro Dai 10. Okay, jetzt sagt er, kein Strom. Warum? Ich habe hier keinen Strom. Pass auf, dann baue ich das mal ab wieder. Und setze es dazwischen, weil gerade eben hat es funktioniert. Der lädt nichts rüber jetzt, wenn ich jetzt sage, hier rein. Oh, was mache ich jetzt? So. Gerade eben hat es da funktioniert. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Ich nehme das mal raus und schaue mal, ob der sich auflädt. Die Legierung mit alles begann. Ja, das ist richtig. Seitenkonfiguration auswerfen. Ausgang rechts, vorne, oben, links. Ich habe hinten. Hinten ist Energie. Die ist grün. Das ist eingestellt. Und hier habe ich aus, 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 Richtung Norden ausgeben. Okay. Wieso funktioniert das jetzt gerade nicht, Leute? Das hat auch soeben wunderbar funktioniert. Dann mache ich mal nur hier den Haken ran. Ah ja, okay. Nur hier, das heißt wahrscheinlich sperre ich das damit. Möglich. Dann komme ich, haben wir noch 24 durch und hier mache ich mal den Speicher gar voll, das macht ja nichts. Redstone bekomme ich ja ohne Ende. Und ja, das passt so. Jetzt habe ich wenigstens dieses Pipes auch. Die Energie läuft flüssig. Lavaverbrauch ist gering, weil der Speicher ist voll und da passiert gar nichts. Ja, das ist eigentlich eine super Sache hier. 3006, ich brauche eine Brille oder so, dass man das mal sehen kann. Also der verbraucht kaum Lava und der Speicher ist immer voll. Und der verbraucht ganz wenig, bis auf Redstone. Super Sache, ein was gelöst, hervorragend. Stromkabel weg und die Lava einmal, die bringe ich wieder runter. Und schmeiße gleich da rein, wenn ich mein Jetpack aufladen möchte. Dann stören die nicht. Gut.
Also, dann kann ich mir später mal das Teil hier bauen. Also, abgehakt, weg damit. Den Jumbo-Ofen hatte ich jetzt. Den muss ich mir schmelzen. Gut, dann schmelzen wir den mal. Da habe ich zwischenzeitlich Steine gemacht. Dann würde ich ihm in Kohle nehmen. Und zwar würde ich die jetzt hier erstmal in Tiny Kohle umwandeln. Damit ich auch, halt, das hat jetzt nicht funktioniert. Machen wir es so und legen hier satte 27. Oh, das geht gar nicht hier. Jumbo Smelting. Ach ne, in der. Was? Was in der Werkbank oben rechts? Was? Was? Smelting. Ach, Furnace, das ist falsch. Jumbo Smelting. The above place items any place at the upgrade slot of your Jumbo Furnace. Muss ich jetzt die 27 Öfen so hinbauen? Okay. Machen wir das halt. Das könnte natürlich sein, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt. Wo soll ich jetzt auf die Schnelle 27 Blöcke hinstellen? 27 würde bedeuten 1, 2, 3. Okay, probieren wir das so aus. Ich habe jetzt noch 5. 1, 2, 3, 6. Das würde nicht passen. Aha. Ach, das war schon alles. Achso, ich habe ja noch 3 übrig gehabt. Genau, korrekt. Alles klar. So, Mensch, geh doch weg. Ich habe dich da hingelegt. So, Rechtsklick. Was kann ich jetzt hier machen? Erst einmal Kohle reinfügen. Und ich würde jetzt direkt einmal irgendwo einen Dust brennen. Beziehungsweise die Rezepte würde ich mir gerne anschauen. Normalerweise kann man da draufklicken. Gut, das wird auf jeden Fall meine Brennstation. Den baue ich vielleicht noch um. Jumbo, abhaken. Da oben. Einmal E, einmal A. So, nach die Sachen brauche ich noch. Den Flüssigkeitsbehälter brauche ich nicht mehr, aber einen Endertank würde ich mir gerne bauen. Dazu brauche ich einfach ein bisschen Wolle, Obsidian und Eimer. Das dürfte ich alles noch haben. Lohnruden, ja, sind gar nicht so viel. Baue ich mir. Denn ich brauche 2 Endertanks. Um die Lava aus dem Nether zu pumpen. Habe ich jetzt mit die Augen gerade? Da ist er. Ich würde sagen, da baue ich mir 2 Stück. 1, 2. Was kann er nicht kraften? Was fehlt noch? Ein Eimer fehlt. Komm, das kann ja wohl nicht wahr sein. Weil ich jetzt die ganzen Eimer mit Lava gemacht habe. Ne, egal. So. Den nächsten, den zweiten, und dann brauche ich noch Rot. Habe ich irgendwelche Farbe schon vorbereitet? Nee, aber ich nehme einfach mal hier 1, 2, 3 da und ich lege erstmal die Sachen weg, die ich nicht mehr brauche. So, und dann noch Weiß. Da habe ich Farbe, nämlich 1, 2, 2 Stück reichen. So, dann wandle ich mir nämlich hier den roten Farbstoff um und den Endertank, den muss ich hier irgendwo kodieren, damit er auch erkannt wird. Hier haben wir ein neues Design, öffentlich, so, ich klicke mal rein, kann ich hier irgendwie reinklicken, erstmal das Schild wieder ausziehen, das nervt. So, öffentlich, oder kann ich es nur mit Orange? Ich muss den doch irgendwie markieren können, rot. Roter Farbstoff. Okay. Ach, hier wahrscheinlich direkt drauf. Ah ja, hier. Rot. Weiß. Rot. Und dann muss der natürlich auch rot, rot und weiß sein. So. Das heißt, der pumpt ja nicht öffentlich.
eigentlich, wenn ich das jetzt so denke, ich brauche hier jetzt noch irgendwelche Pumpen. Ender Tanks. So, schauen wir mal nach. Okay, der hat nur diesen hier. Ich baue den mal ab. Kann ich den ganzen mal abbauen? Ja. Dann teste ich das jetzt direkt einmal aus, indem ich mir den hier unten hinstelle. Und mal, ich versuche jetzt einfach mal den draufzustellen, ob der mir schon, ob der automatisch abpumpt. Nein, der pumpt nicht ab. Das heißt, ich bräuchte irgendwas, was ich da reinlegen kann, aber da steht auch öffentlich. Wie kann ich denn das öffentlich wegmachen? Und wenn ich jetzt hier einen Eimer rausnehme und den da reinpumpe, er hat jetzt nichts drin, aber dafür er. Nee, wo ist denn jetzt hier? Ah, doch. Ich kann es dann raus, aber der zeigt mir das nicht an. Ne? Da oben, da steht leer. Obwohl ich eigentlich was drin habe. Gut. Halb so wit. Wo muss ich ihn runter? Hier muss ich runter irgendwo. Hier. Dann würde ich sagen, da ist jetzt natürlich schon Energie drin. Ich baue mir das mal ab. Baue den mal da rein. Ob der mir das überträgt. Oh, was habe ich jetzt? Wieso ist denn der gedreht? Hä? Weil er keinen Platz hat, oder was? Alles blöd. Funktioniert nicht so, wie ich möchte. Und vor allem den Flieger mal ausschalten. So. Der pumpt Tank. 200, der hat eine Pumpe doch drin, oder? Ich bin ja nicht blöd. So. Wenn ich jetzt da Lava reinstecke. So, jetzt habe ich 6-mal Lava da rein, aber er pumpt es nicht raus. Das heißt, er überträgt mir das nur nach oben. Und hier steht nichts. Ach, da steht drin. Da steht jetzt 5 von 32 Lava drin, aber er pumpt es nicht raus. So, welche Pumpe kann ich mir denn da bauen? Vor allem die mit dem Endertank funktioniert. So, also die kenne ich hier, aber das ist alles Crackdeck-Zeugs. Das glaube ich nicht, dass das was damit zu tun hat. Deswegen einfache Rohrleitung Pumprade. Also der pumpt. Ranged Pumps. Ich würde mal das hier ausprobieren wollen. Hui. Braucht der Strom? Der pumpt Strom und Wasser. Also zwei Eisen. Ich baue das Ding einfach mal. Material habe ich genug. Zwei Spitzhacken werde ich wohl rumliegen haben. Wenn nicht, okay, eine habe ich. Wenn nicht, wird eben was gebaut. Ist auch nicht so schlimm. Da habe ich zwei. Gut, dann bauen wir das Teil einfach mal, oder? Was fehlt noch? Ein Diamantblock, glaube ich. Ja. Wie viel habe ich denn? 173? Naja, gut, da kann ich mir schon mal einen leisten. So, dann schauen wir mal, was diese Pumpe hier kann. Lava und Wasser. Okay, Wassereimer habe ich gerade weggeschmissen. Jawohl, habe ich alles unten. Ich und mein Hirn. So, machen wir es einmal so. Einmal Lava. Und oben hole ich mir dann das Wasser zurück hier. Und dann bauen wir doch da den Spaß. Zack. So, jetzt schaue ich mal, wie der pumpt. Und was der pumpt und ob der überhaupt pumpt. Ich möchte das unbedingt automatisch hinbekommen, beziehungsweise eine Möglichkeit möchte ich mir noch geben. Also ich stelle das Teil jetzt erstmal dahin und das muss man garantiert einrichten, dass der das Link Rotate Config Link
Infinite Energy. So, ich stelle den jetzt mal da drauf. Da geht keine Lava rein. Empty. Empty. Pass auf, Config. Rechtsklick, Link. Aber wieso zeigt der Pfeil nach unten, nach oben? Der soll eigentlich umgekehrt sein. Oh, kann ich wohl nicht abbauen. Oh, wie baue ich denn das ab, Leute? Ich hoffe, das geht. Wenn es jetzt kaputt geht, dann wäre es ziemlich teuer. Okay. Dann mache ich das mal anders. Ich scroll mal so. Habe ich trotzdem den Pfeil nach oben. Kann der nur von unten nach oben pumpen. Probier mal aus. Probier mal alles aus. So. Dann lege ich mal hier das rein. Und den Endertank stelle ich drunter, falls er drunter geht. So, und jetzt soll er mir, das ist da überhaupt was drin, da ist ja gar nichts drin. Da ist ja nichts drin. Weil, ich teste das, Leute, ich teste das für euch. Weil ich keinen Plan habe, deswegen teste ich das ja. Jetzt habe ich hier Pumpe. So, keine Energie, jetzt mache ich so. Oh, ich kann damit A bauen, das ist ja super, geht ja super einfach. Shift, Rechtsklick. Rotate, Config, Link, also gut. Das und das. Ich kann da gar nicht reinschauen, gell? Okay. Funktioniert nicht, diese Pumpe da. Ranged Pump. Muss ich jetzt kurz im Internet nachschauen, weil es mir keine Ruhe lässt. Bis gleich. So, okay, also, das Ding braucht Strom. Daran habe ich auch nicht gedacht, dass der hier Strom braucht. Und so nutze ich mal einfach einen Schalter. Ganz normalen, werden wir schon mal hier craften. Ne, ich bin normalen Schalter, Leute. Muss ich jetzt alles einzelne aus meinem Inventar rausholen? Alter, das kann ja wohl nicht wahr sein. Einmal das. Und einmal das. Dann bauen wir das ganze Teil eben manuell. So. Und schauen wir mal dann, was Sache ist. Jetzt lege ich da mal einen Schalter an, den mache ich da mal an die Seite. So. Jetzt soll er eigentlich von unten das hochpumpen, aber anscheinend will er das nicht machen. Anscheinend möchte das Teil hier nur in Lava stehen. Ich probiere aber noch was anderes aus, denn ich habe da hinten dieses Spülbecken. Ich will einfach wissen, wie der Mechanismus hier funktioniert. Deswegen mache ich es jetzt einfach mal so. Ich setze mir mal hier meinen Wassertank daher. Kann ich das jetzt eigentlich auch mit der Wrench abbauen? Nee. Das muss ich wieder ganz schwer abbauen. Dann lege ich das hier oben drauf und sage, pump mir das bitte mal da rein. Okay, weil eigentlich habe ich da unten Wasser ohne Ende, sollte mir jetzt da hinpumpen. Also dann durch mal rechts Rotate Config. Okay, Link. So, so, so. Also gut, da ich bin zu blöd für das Spiel, lassen wir das. Kümmere ich mich anderweitig drum, denn abhaken. Ja, Endertank habe ich. So, für die Mobfarm. Nein, heute baue ich den Züchter, weil ich brauche Villager. Ich möchte das auf jeden Fall durchziehen. Ein Bett. Boah, habe ich hoffentlich ein Bett. Ich habe keine Glasscheiben mehr. Gut, dann machen wir noch schnell Glasscheiben. Die muss ich auch wieder manuell craften, weil das System hier das nicht automatisch erkennt, dass ich hier Glasscheiben habe. Dann mache ich mal direkt 16 Stück. Und dann baue ich mir jetzt das Teil. Da rein müssen wir einmal. Und diesen Farmer baue ich mir auch. Einmal Wasser fehlt mir wahrscheinlich jetzt genau. Ich habe eigentlich immer einen Eimer Wasser irgendwo. Und jetzt habe ich hier tatsächlich keinen. Das kann nicht sein.
Aber kriegen wir hin, Leute, kriegen wir hin. Wir haben eh eine halbe Stunde. Ich muss jetzt. Ach so, übrigens, ja, die letzten Videos haben von der Qualität her wegen so eine seltsame Qualität. Deswegen bin ich jetzt mal hergegangen, habe meine Qualitätsstufe ein bisschen umgearbeitet und hoffe jetzt, dass es einigermaßen funktioniert. So, jetzt brauche ich noch Karotten und noch Dorfbewohner. Okay, warte mal, ich nenne es anders da. Add easy. Ich schaue mal, ich gerade einen Farmer zu, für ich habe. Metzger, Schäfer, Waffenspieler. Ich habe keine normalen. Ich habe keine normalen Dorfbewohner. Jo. Jo. Einmal schlafen, Leute. Das mache ich noch. Und dann ab. Jetpack anziehen. Und mir aus dem Dorf da oben schnell mal einen Farmer schnappen. Oh, was ist mit dir, Gulli Golem? So, ich brauche jetzt hier irgendeinen normalen Bewohner. Warte mal, bist du normal? Du bist normal, also du bist ein Gerber. Einen Gerber brauche ich nicht. Ich brauche hier eigentlich. Hallo, warte mal, ich gehe mal. Wo sind sie denn alle? Hier. Schlafen die noch oder was machen denn die? Hey, Leute. Da bist du. Warte mal, bleib mal hier. Hey, du bist Waffenschmied. Du bist Gerber. Leute, ich brauche ganz normale Dorfbewohner. Da steht ein Rhinoceros. Ich werde mal die Glocke hier klingeln und dann hoffe ich mal, dass die kommen. Du bist wieder Gerber wahrscheinlich, ne? Du bist Gerber. Elektriker, Waffenschmied. Alter Schwede, haben die keinen. Ich habe noch ein Dorf, aber da waren keine Dorfbewohner da unten, ne? Oder? Ich probiere es mal da hinten, ein Feld. Aber ich sehe kein Dorf, dahin sehe ich einen Dorfbewohner. Auf der Map. Kann das sein, habe ich. Ne, ist ein Golem. Hier gibt es gar keine Bewohner mehr. Doch, da hinten ist einer. Du hast verloren, Junge. Du bist ein Nitwit, das ist mir wurscht. Du wirst wohl hoffentlich Farmer werden. Oder auch nicht. Das Fliegen ist richtig schön. Warte mal, da oben habe ich noch einen Dorfbewohner gesehen. Den schnappe ich mir mal. Und zwar ist der hier hinten. Irgendwo. Oh, war ich da in dem Haus schon? Herr Bewohner. Sie sind wo? Der ist in dem Haus. Es ist mein Haus. Hier raus. Wo ist denn der jetzt? Ah, da oben. Oh, du bist arbeitslos. Du bist der Perfekte für mich. Danke. Ja, so sind sie, die Arbeitslosen. Verstecken sich hier einfach da hinten. Die Dorfbewohner, weil sie nichts machen wollen. Na gut, können wir gleich nebenbei mal Holzproduktion schauen. 300, habe ich schon wieder 800, muss ich auch mal wieder lernen. Gut, gehen wir nach unten. Ich glaube aber, ich brauche noch was, denn zuerst werde ich mir kurz was überlegen müssen. Das sind die Dorfbewohner, die vermehrt werden müssen. Dann habe ich hier den Farmer, der muss da rein. Dann werde ich den Trichter nehmen. Daran stecken. So, hier kommt jetzt ein Farmer rein. Der braucht nur rein, gell? Genau. Und der kriegt nur ein paar Karotten. Und hier müssen dann zwei Dorfbewohner rein, die sagen wollen, dass sie bereit dazu sind. Ich hoffe, der Nitwit, der macht es auch. Und ich würde hier mal sagen, ich nehme den Schäfer, ein Metzger. Ich nehme einen Metzger, da habe ich zwei Stück. Und den pflanze ich auch mit hier rein. Und dann sollen die beiden mal hier Ding machen. Achso, Lampen habe ich noch gemacht, Leute. Die nennen sich Simply Light. Geht auch ziemlich einfach. Ich habe einfach eine Lichtquelle gebraucht.
Simply Light. Und zwar muss man das hier herstellen. Das geht ganz einfach aus ein bisschen Stein und Leuchtsteine aus dem Nether. Wenn man das hat, kann man dann drei Stück verwenden und bekommt sechs so Paneele. Und die Paneele kann ich in allen möglichen Richtungen anbringen, also egal wie. Ich kann jetzt dann die Wand anbringen oder am Boden. Egal wie es ist, ich kann die auch unten drunter irgendwie so anbringen. Also es ist eine schöne Sache und ja, ich lasse es mal so. Es leuchtet schön, mir gefällt es so gut. Also der macht jetzt hier Nahrung. Die kann ich jetzt mal da reinlegen. Die Nahrung müsste dann da durchgehen. Und wird dann die, Moment, da fehlt mir noch was, da fehlt mir noch was. Die müssen ja noch Kinder rauskommen. Wartet mal, eine Truhe habe ich. Dann lege ich die Truhe mal dahin, weil wenn sie Kinder zeugen, müssen ja die irgendwo raus, ne? Oder werden die hier gesammelt? Gut, die werden hier gesammelt. Alles klar, dann ist es ja nicht so schlimm. Und jetzt schaue ich noch mal was nach, weil ich glaube, es gibt was, wo man die Kinder schneller wachsen lassen kann. War ich wieder zu schnell? Und zwar nennt sich das ein Inkubator, genau, den muss ich mir noch bauen hier. Der lässt ganz einfach die Kinder, also die Mini-Dorfbewohner, schneller wachsen. Deswegen baue ich mir dann auch noch auf die Schnelle. Und ich würde da unten aber auch kein Ding, sondern ein Fass hinstellen. Ich habe mir schöne Weise gemacht von Sophie's Mode. Warte mal, das Questbuch geht gerade nicht auf, doch. Das braucht immer ein Stück. Und zwar hier bei Basic Storage, da habe ich mir jetzt mal ein Fass gebaut. Ach, das hat gar nichts ausgelöst. Was hat es denn dann ausgelöst? Ich muss Kisten bauen. Alles klar. Ne, lasse ich mal dabei. Wir haben eh schon wieder über 30 Minuten. Ich denke, es wird eine Mega-Datei wieder. Und ich sag euch jetzt mal, dass das hier nicht passt. Denn der Farmer da oben, der gehört darauf. Und der kommt darauf. Und der Inkubator. Soll ich keinen Block einstecken oder was? Nehme ich mal Darkstone. Der Inkubator kommt hier rein. Und dann lasse ich ganz einfach das hier wieder da reinlaufen. So, das baue ich mal alles noch um, das ganze System. Da sieht man nämlich schon so einen Babydorfbewohner. Und den kann ich hier reinstecken und dann wächst der schneller. Und da kann ich noch einen Trichter hin. Und das Ganze wird natürlich von mir noch versteckt. Das heißt, ich habe so einen kleinen Kreislauf. Der da oben macht Futter. Der schmeißt es da rein. Die haben jetzt 18 Karotten. Die zeugen dann Baby. Das Baby fliegt dann hier rein, wird hier im Inkubator groß und wird dann da irgendwann mal in dem Fass auf als Dorfbewohner landen. Dieses Setup wird noch versteckt, also weil ich glaube, den und den und den muss man nicht sehen, sondern ich werde wahrscheinlich hier hinter wahrscheinlich hier die Kiste reinmachen, dass ich immer hier meine Dorfbewohner rausziehen kann. Das baue ich aber noch um. Ihr seht momentan das Prinzip und ich kann hier oben wieder etwas abhaken. So, in der Folge, ich gehe mal wieder nach oben, weil es draußen einfach schöner ist oder so. Ich werde jetzt hier den Rucksack ausräumen und ich muss mir jetzt auch noch ein System überlegen, was ich denn mit den ganzen rohen Erzen mache, wie ich das irgendwie automatisch brennen lassen kann oder verdoppeln kann. Da kümmere ich mich jetzt drum. Ich habe diese Kammer, die kann noch viel mehr, wie jetzt nur infiltrierte Legierung machen. Und ich zeige euch dann, was wollte ich damit machen, genau. Entweder ich baue mir diese Solarfelder oder es war noch was anderes. Ich gehe schnell mal die 19 Rezepte durch, weil ich wollte noch was anderes bauen. Ein Energiewürfel? Ne, der war es nicht. Was ist denn das hier? Das mache ich gar mit euch. Was wollte ich denn da machen, Leute? Ich habe die Ex-Windräder, genau, Windräder wollte ich mal bauen. Aber dazu brauche ich wieder Energietablett und dazu brauche ich die, genau, das waren die Windräder, wo ich bauen wollte. Das waren die Windräder. Aber wenn es jetzt andere Energiequellen gibt, würde ich natürlich die auch nutzen, ne?
Okay, Festplatten kann man da auch machen. Geschwindigkeitsupgrade für Mechanismen. Universalkabel, okay. Nee, ich glaube, ich werde. Wie viel machen denn die? Energie? 80. 80. Und Gas. Kann ich mit Gas auch machen? Netzwerklesegerät, da kenne ich mich noch nicht aus, da muss ich wieder nachschauen. Dann habe ich hier Klärkammer. Ich gehe nur noch schnell mal durch, was alles Sache ist. Präzisionssägewerk. Ein Sägewerk müsste ich das auch verdoppeln können, meine Erze. Da kriege ich einen höheren Tank, das ist nicht so interessant. Elektrolyse, oh, der wandelt mir Wasser um. Ich glaube, das ist alles Sachen, die ich dann später brauchen werde. Ja, ich schaue mir jetzt aber nochmal das Windrad an, wie viel Energie das macht. Das macht auch 80. Was war das andere hier? Der Solar. Das macht auch 80. Ist aber wetterabhängig und das andere ist windabhängig. Dazu brauche ich aber vier so Solargeneratoren, die sind richtig teuer. Gut, ein Windrad wird gebaut, ein zweites. Und der Karl-Heinz ist auch schon wieder da. Wo ist er denn hier? Was hast du denn jetzt anzubieten? Den Stonebreaker. Du, da habe ich kein Interesse, ehrlich gesagt. Ich habe ein super Werkzeug hier. Mit Glück 6. Ich möchte, dass du gehst, ja. Mal ohne Aufsehen heute. Darfst auch freiwillig gehen. Gut, für die nächste Folge, wie gesagt, ich werde mal in den Nether gehen, mir Netherit hier zusammenklopfen. Nee, ich gehe beim nächsten Mal ins Deep Dark, gehe ich da rein. Ich habe diesen Charm gemacht. Ich räume jetzt meine Säcke hier leer und mal schauen, wie ich da hinten das alles aufräume und ja, neu gestaltet dann unten. Also wenn ihr beim nächsten Mal da seid, ist entweder bereits alle die Oberfläche zumindest erledigt und unten muss ich mal eine schnellere Lösung finden, wie ich das ausgraben kann, weil manuell ist mir das zu blöd. Ich glaube, aber ich den Bilder kann ich da jetzt doch bauen, oder? Ne, da brauche ich dieses komische Zeug, genau. Alles klar, ich halte die Leine hier in der Hand und die zwei Lamas, die folgen mir auf Schritt und Tritt oder auch nicht. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich bin jetzt gespannt, wie groß diese Datei sein wird. Ciao.